Hallo zu einer neuen Fair Forest Folge mit Concord. Hallihallo. Genau, für meine Zuschauer, das ist jetzt die 62. Folge. Und ihr habt wahrscheinlich bei mir jetzt die 61. nicht gesehen, weil ich es aus Versehen gelöscht habe. Also wir haben da letztes Mal eigentlich nur ein bisschen Stoff geholt und sowas. Aber falls es euch interessiert, könnt ihr beim Concord die 61. Folge mal nachgucken. Genau, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Kommt alle auf meinen Kanal. Genau, so. Wir haben ja jetzt Stoff geholt. Jo. Wir haben auch gesagt, dass wir jetzt in der Nacht jetzt nicht schlafen wollen, weil es schon relativ weit fortgeschritten ist. Ja, weil wir waren ja relativ lange draußen, deswegen. Ja, was wollten wir denn dann machen? Also ich wollte mich jetzt erstmal was essen und so. Und dann, weiß nicht, drinnen beim Haus könnte man weiter planen, derweil während Nacht ist, damit wir nicht raus müssen. Ja, oder, genau. Oder wir versuchen hier mal richtig auszuleuchten. Ja, stimmt. Mal ein bisschen mehr Licht diesmal. Aber, ich habe gelesen, dass Licht, also das haben wir uns ja schon lange vermutet, aber umso mehr Licht du hast, umso höher werden, umso größer werden die Wellen von Gegnern. Ach so, Weil Licht zieht die anscheinend an. Ach so, aber dass dann umso mehr Licht, desto mehr Leute kommen, das ist ja interessant. Ja, ja oder und umso öfter halt, umso ob mehr ja, sind, weiß ich nicht, aber öfter. Weil das die halt an. Guck, es wird eh schon wieder hell. Ach, gut, dass wir nicht geschlafen haben. Ja, gut, also wir haben jetzt viel Licht im Garten. Ach ja. Ich glaube, da ist ja noch was, über was wir eigentlich reden müssen. Oh nein. Weil wir haben ja doch etwas erfahren, ne? Ah und ja, stimmt. Ah, das genau. Kann ich gleich machen. Genau, darum das würde ich ja, sagen, das, die Folge. Wir das machen und auf dem Weg dorthin sagt man das. Der Colcourt hat es mir... Wegen was hast du eigentlich rumgeguckt? Ich weiß gerade nicht mehr. Weil das gibt ja einen Gegnertypen. Das ist so ein Wurm oder sowas. Und das hieß, der kommt ab Tag 50. Wenn ihr jetzt ins Buch reingucken, ganz dahinter, wir sind schon 79. Tag 79. Mhm. Und ich wollte mir den Gegner einfach mal anschauen, wie er ausschaut und so, weil, oder wo man den finden darf oder wo der auftaucht, ob der so selten ist. Und dann war ich halt auch mal auf YouTube unterwegs. Hab da mal ein bisschen rumgeforscht. Hab da mir mal ein Video angeguckt. Und da bin ich eben auf so ein Update-Video gekommen. Das ist aber schon ewig her. Also wir sind ein bisschen hinterher. Wo bist denn du eigentlich? Läufst du nicht irgendwie verkehrt? Ja, ich glaube schon. Hast recht. Du läufst doch falsch rum eigentlich. Bist du im Haus? Ja, ich habe gerade ein Loch gefangen. Achso, okay. Auf alle Fälle war ich dann, habe ich mir das Update-Video angeguckt und da, es gibt mehr Seiten, die man finden kann zum Bauen. Das heißt, Bauelemente sind genau alle wichtig. Das seht ihr gleich. Also, oh, aber das. Oh. Aber, die aber Stelle, wir haben gesagt, das wären so ein paar so Gebäude, die vielleicht nett wären, weil wir haben überlegt, wie können wir denn die Siedlung noch vergrößern. Und dadurch könnte man halt dann da die Siedlung noch vergrößern, wenn man jetzt halt mehr unterschiedliche Gebäudetypen bauen kann. Oh. Warte, ich beschütze dich ein bisschen. Ach ja, und ich habe jetzt wirklich mal drauf geachtet, als wenn man blockt mit dem Katana, kriegt man Schaden. Okay. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, machen wir den schnell fertig, weil die anderen sind... Oh, die sind doch nicht weg. Lol. Darum überlege ich. Also das Katana an sich ist ja ganz nett, aber man muss doch öfters mal blocken. Gut, man kann jetzt auch oft wirklich ausweichen einfach, aber... ist nicht immer so einfach. Ja. Komm jetzt her. Aber irgendwie nicht bei den Mutanten, ne? Wow. Oh ja, jetzt habe ich schon wieder aufmäßig Leben verloren. Lul. Warte, ich tu vielleicht gleich mal meinen. Einer ist tot. Weil das Blocken und der Schaden sind halt bei der Keule echt gut. Aber man kann echt schnell und gut kämpfen mit dem Katana, das ist halt so. Ja. Okay, ich hab zwei gekillt. Sehr gut.
Wo ist denn der jetzt? Da. Also gegen einzelne Gegner ist das Katana richtig stark. Ja, aber wenn's gegen aber so viele Gruppen, sind, das vier, ist dann fünf, ein kleines Problem über, bestimmt. Gott, zack. Warte, ich helfe dir schnell. Jetzt habe ich wieder eigentlich zu viel Rüstung verloren. Komm her. Achso, den hast du gekillt, okay. Vielleicht ist er deswegen abgehauen. Ja, machen wir schnell ein Lagerfeuerchen. Okay. Ups, jetzt bin ich im Inventory statt Baummenü. Warte kurz. Ach, scheiße, weißt du? Ich will nach vorne hauen. Ah. Hä? Jetzt. Der ist wiedergekommen. Lol. Hä? Ach so, perfekt. Das macht's immer genau das, was ich nicht will. Also wenn ich nach vorne hauen will, haut er auf den Boden. Und wenn ich auf den Boden hauen will, dann haut er nach vorne. Oh, das ist eine Schildkröte. Bringt doch wie viel Fleisch? 4, 2, 3. Was zum Teufel? Geht nicht. Alles klar. Warte, wie viel habe ich denn jetzt? 2 habe ich jetzt. Ja, ich habe eben bis, obwohl ich erst später. Ein Trophäenraum wäre auch ganz geil. Ein Raum, wo wir nur die ganzen Tiere, so, so Tierköpfe, Tierköpfe und so weiter. So unser Trophäenraum dann. Wäre schon. Boah, soll ich das Fleisch kurz zurückdrücken? Ah, warte, ich pack's mal rein. Weil die Tour dauert vielleicht ein bisschen länger. Ja, gut, ich weiß nicht, eigentlich nicht, aber. Eigentlich nicht, aber ich weiß ja nicht, was da noch so passiert auf dem Weg. Eben, genau. Aber ich muss sagen, unser Vorratsraum ist eigentlich fast gut wie voll, ne? Also. Ja, Gott sei Dank. Wird jetzt auch mal wieder echt Zeit, weil es gab mal wieder eine kurze Flaute. Also es irgendwie gibt jetzt vielleicht noch fünf freie Plätze. Ich hol schon das Seil. Ah ja, warte, schau ich einmal kurz mal nach. Ach so! Oh, ich habe ja noch die Seile von der Tour. Oh. Lol, ach, ich auch. Da liegen ja 2 Seile. Warte, dann laufe ich kurz nach oben und tue die Seile mal anfrieren. Ja, das mache ich auch gleich. Und wieso lagen da jetzt aber 2? Was, da lagen 2 Seile? Ja, eins unterm Boot. Das wäre mir neu. Genau. Achso, eigentlich fehlen da noch 2 Seile. Ja, ich hab ja 2, warte. Hä, achso, da fehlen noch Loks. Genau, da haben wir da die Seile schon mal fertig. Die ist ausgelöst. Die erneuere ich mal, die Falle. Oh nein. Und das Gestrüpp, das würde ich manchmal. Also es ist zwar eine schöne Atmosphäre und so mit dem Gestrüpp, aber boah, das geht mir ein bisschen auf den Keks, das ist so übel. Weil manchmal hätte ich so in der Nähe von unserer Siedlung sollte das Gestrüpp echt weg sein, weil das ist schon hardcore nervig teilweise. So. Jo. Hast du was draufgelegt? Essen, oder? Ne. Na gut, dann ich hole noch mal schnell das Seil und dann gehen wir weiter. Ja, also bei mir waren da tatsächlich jetzt. Lol, liegt da noch eine Leiche. Oh, und. Interessant, dass bei mir jetzt das Seil weg ist. Hm. Okay. Ach so, weil du es vielleicht nicht. Weiß, genau. Nee, komm, ehrlich. Oh. Der große wäre mal ganz geil, wenn der weg ist, aber. Ah, perfekt. Sollen wir den jetzt wirklich? Wir haben so viel Knochen eigentlich, ne? Aber ich glaube, das Blöde ist, die fangen ja an zu verwesen, oder? Was? Oh ja, hauen wir schnell. Aber ich kann bald gar keine Knochen mehr tragen. Ich kann eigentlich auch keine mehr aufnehmen. Ich gehe nochmal schnell. Wir brennen die mal, ich entleere mich mal. Warte, ich baue eben hier kurz eine Rüstung. Ja genau, wir könnten ja dann Rüstung bauen und dann wieder so in unserer Villa vielleicht so nochmal ein Rüstungs.
Für Knochen so. Ja, so ein Rüstungs. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Knöchel, ne? Da hätten wir da wieder ein bisschen mehr Platz. Okay, warte, ich esse jetzt vielleicht doch mal kurz einen Vogel oder sowas. Weil wir brauchen jetzt so lange, um wieder mal wieder irgendwie vorwärts zu kommen. So, wir wollen nur ein bisschen weggehen, ne? Keine Chance. Keine Chance. Ja. Vom zweimal jetzt an derselben Stelle sind sie entgegengekommen. Hast du alle? Ja. Warte, ich hab einen Vogel draufgelegt. Hast du auch noch ein bisschen Hunger? Ne, ich habe mich vorhin schon mit zwei Vögeln satt gegessen, die zwei Möwen, die ich gefangen hatte. Gut. So, jetzt lauf mal. Hey, links. Die ignorieren wir jetzt. Vielleicht laufen sie uns ja nicht hinterher oder so. Das war doch irgendwo genau hier, oder? Ja, ja, hier. Da rechts. Wir könnten nicht gleich rüberschwimmen. Das ist halt weit. Oder wir laufen noch bis... Oh, ich wollte gerade sagen, was ist eigentlich mit Haien? Gibt es hier jetzt Haie? Ja. Oder wir laufen hier noch ein bisschen am Strand entlang. Ich glaube, da ist es ein bisschen kürzer dann. Wäre aber mal vor. Eigentlich. Jetzt haben wir nicht gespeichert, ne? Wo bist du denn? Ich schwimme gerade auf diese kleine Insel hier. Achso. Boah, das ist gar nicht mal so weit. Also, wir hätten eigentlich auch das Floß nehmen können, was da stand, ne? Mal so nebenbei. Das ist so dumm. Wir sind so dumm. Holy shit, wir haben ja ein Floß. Eigentlich schon, ja. Habe ich natürlich jetzt gerade gar nicht gedacht. Weil das ist jetzt wirklich das offene Meer und ich glaube, das ist die Stelle, wo es Haie gibt. Das ist echt weit, ne? Und da ein Hai kommt, können wir uns voll knicken, Alter. Ja, kann man sich denn gegen Haie wehren? Ich glaube. Oder ist man einfach flop weg? Boah, ich bin gerade voll angespannt, Alter. Vor allem das Krasse ist, ja, wir haben noch nie Haie gesehen. Ja. Lebendige. Und wir spielen jetzt vor schon seit 100 Stunden. Stimmt gar nicht. Ich glaube. Nee, das ist, glaube ich, 94 oder sowas. Ja, gut, aber trotzdem fast 100 Stunden eigentlich. Vor allem immer so durch diese Wellen hat, ist man mal ganz kurz unter Wasser. Da habe ich immer Angst, einfach so. Maul auf und tschüss. Oh, aber wir sind ja nicht bei Raft. Jo, das stimmt. Boah, ich glaube sogar mit dem Fluss wäre es echt schneller gegangen. Ja, viel schneller. Ich glaube zurücklaufen und dann... Gut, dann... Aber na gut, jetzt haben wir es... durchgezogen. Gibt es denn hier noch irgendwas anderes auf der Insel? So, dann warten wir kurz. Ich guck mir mal kurz die Insel an. Waren wir hier eigentlich schon mal? Aber das wurde, genau, das wurde anscheinend mal bei einem Update neu hinzugefügt, aber das Update, versteht mich jetzt nicht falsch, das ist kein neues Update, das ist schon länger her. Aber wir haben es mitbekommen. Ein Jahr, glaube ich. Also dieses Update wurde von Jahr ungefähr hinzugefügt. Oder okay. Zwei Jahre, ich weiß nicht. Oder eineinhalb. Auf alle Fälle dieses Wrack hier. Wir haben es nie mitbekommen. Ich meine, finden tun wir sowas jetzt auch nicht gerade. Und das Krasse ist, hier ist ein Höhleneingang. Aber die Sache ist, wo dieser Höhleneingang ist, das ist heftig. Ja, genau. Seht ihr jetzt gleich, was wir verstehen? Hinten am Strand ist ein großer Anker und der war ja eigentlich schon immer dort. Schiffswrack und sowas. Und genau. Ja, Alter, irgendwie schwimme ich gerade voll in die Strömung, habe ich das Gefühl. Komm nicht weg. Komm nicht ja. Weg. Ach, das bist du. Kurz die Orientierung verloren. Genau. Brauchen wir da jetzt eigentlich unsere Tauchausrüstung? Jo. What? Ja, die liegt ja automatisch schon. Ah ja. Echt? Wenn du unter Wasser ist, das automatisch annehmen. Glaube ich zumindest doch. Das müsste ja jetzt. Ah, hier geht's, glaube ich, weg von da. Gut, so viel zur Tauchausrüstung. Ja, das ist ja mein Problem. Wo geht's hier lang? Warte, ich gehe nochmal kurz nach oben. Ach, im Wasser kann man da jetzt. Nicht... Ja, das ist das Problem. Ah, doch hier, cool. Was? Okay, echt kann wo? Ich auf so ein Ding gehen. Wo? Tragen. Warte kurz.
Wo bist du? Ach, hier ist ja sogar ein Seil. Kann man das dann hernehmen? Oh, ne. Oh, Gott sei Dank. Oh, Muscle gehabt, ey. So. Genau, also dann hier rein. Hier ganz drunter. Ja, hier lang. Hier und da ist der Hülleingang. Ah, ja, genau. Genau, und bitte. Diesen Höhleneingang, der ist halt schon richtig heftig zu finden. Ja, also den kannst du eigentlich so nicht finden. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass du den so finden kannst, den Höhleneingang. Aber auf die Idee kommt man eigentlich fast nicht, dass man da... Ich würde niemals einfach aus dem Meer raus schwimmen und dann Frack runtertauchen und dann den auch noch finden, da wo es so verschwommen ist. Selbst wenn ich da runtergetaucht wäre. Ob, ja, genau, und dadurch... Die Wahrscheinlichkeit ist so, Alter, ich friere. Ach ja, und was wir natürlich auch noch finden werden hier unten jetzt, nicht nur neue Baupläne, die genau hier liegen. Yay. Sondern wir finden auch endlich die Armbrust. Weil ich friere gerade wie so ein Ochse, Alter. Ja. Genau, so, wir haben jetzt die Armbrust. Da, genau. Die und Seite. Die... Gab's nicht hier noch? Ah, ja, genau. Armbrustbolzen. Ich mag die Knochen mitnehmen. Warte, ich stelle mich erstmal zum Feuer hin. So. So, jetzt schauen wir uns das mal ganz an hier. Und wenn man da ein bisschen weiterklickt. Wo ist denn das überhaupt hier? Na, okay. Moment. Gut, zum Zielen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber okay. Bin ich jetzt voll doofi oder was? Wieso? Was denn? Das? Ach, da, ach, ganz. Ganz okay. Rechts, glaube ich. Ich bin ganz doof. Genau. Also wie ihr seht, wir können jetzt eine Kirche bauen, ein Kreuz und ein Sarg. Und das krasse ist, es gibt noch viel mehr Seiten, die es gibt. Und die. Ach, da, gut, da haben wir es eigentlich auch vor, in der nächsten Zeit ist dann. Ja, das seht ihr eh. Das ist Seite 1 von 4. Also ich glaube, das ist ein Viertel, das soll Seite 1 von 4 genau. Heißen. Genau, hier 1 von 4. Heißt also, wir können noch 3 andere Seiten finden. Machst du gerade diesen Lärm? Nein. Hey, das ist ein Segelboot. Da war doch noch irgendwas. Ah, genau. Ah, die anderen... Nee. Was? Du, die an... Nee, die sind nicht auf dem Segelboot, die anderen Baupläne. Nee, ich glaube nicht. Das ist eine... Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also, seid uns da nicht böse, wenn wir da vielleicht mal doch irgendwo mal nachschauen, wo die sind. Weil bis wir die durch Zufall gefunden haben, da sind wir wahrscheinlich schon Staffel 15 oder sowas. Ja. Und da werden wir genau. Dann... So, jetzt schwimmen wir erstmal zurück, darf ich sagen. Genau, und darum werden wir jetzt vielleicht dann unsere Siedlung nochmal vergrößern. Weil wir haben ja den Garten jetzt und vielleicht echt so ein Kirchenbezirk oder sowas. Je nachdem. Das überlegen wir uns jetzt noch, wie wir das jetzt am besten machen. Weil ich sag mal, Platz haben wir jetzt eigentlich keinen mehr, eigentlich. Im Hauptring, sag ich mal. Da musst du jetzt mal drin. Und wollen wir eigentlich jetzt schon sagen, was es noch für Baupläne gibt, oder... Ja, prinzipiell kann man das schon machen. Also, soweit genau. Ich weiß, gibt es dann noch einen Riesenturm. Genau. Aber mal vielleicht sagen, es gibt halt so einen Gleiter. Genau. Da kann man rumfliegen und da gibt es halt so einen Absprungturm. Wo genau, man halt der dann. Ist wirklich groß. Ich glaube, da brauchst du über 300 Baumstämme dann. Ja, und, genau. Ja. Stimmt. Genau. Ja, den Gleiter gibt es halt, dann den Turm gibt es dann halt noch. Und dann kann man auch so einen Fernseher bauen. Nee, das Auto kommt aber bauen. Nicht. Das kommt aber erst, glaube ich, wenn du die Story erst durchgespielt später. Hast. Genau. Ja. Wenn die Story durchgespielt ist, kriegst du das als Belohnung. Ende, glaube ich. Irgendwie so, ja. Na, man kann sich, glaube ich, am Ende irgendwie entscheiden für irgendwas. Und da kriegt man auch vielleicht auch noch irgendwelche speziellen Dinger. Und war da noch nicht irgendwas? Da war noch irgendwas. Ah, genau, man kann so eine, wie gesagt, eine Rodelbahn bauen. Ah ja, genau. Und da kann man mit einem Schildkrötenpanzer da so rumfahren. Und da kann man, ja genau. Da kann man da eigentlich dann so abhauen. Moment, gibt's hier eigentlich so, ist noch was auf der Insel nicht, oder? Irgendwas zum Aufsprengen oder was weiß ich? Nee, ich hab schon geschaut, ich hab nichts gefunden. Weil nicht, dass man da irgendwie dann, nochmal hier, was ist das hier? Achso.
Hey, was ist das? Kann man da noch machen? Energiemischung, alles klar. Yeah, Energiemischung. So, das Licht kann ich ausmachen, dann nehmen wir das Katana in die Hand. Das macht ja komische Geräusche bei dir. Ja, das ist wegen den Slots, weißt du eh. Gut. Dann auf, zurück. Gut, dann würde ich... Ja gut, die Fallen sind jetzt eigentlich schon gut fertig auf der Nordseite, sag ich mal. Ja, wir müssen sie nur noch ein paar fertigstellen, also ein paar Baumstämme und so noch. Ich würde vielleicht sogar überlegen, mal die Verteidigung so ein bisschen um die Ostwand, um die Ecke noch so ein bisschen. So die, der vordere Bereich. Lol, von hier sieht man den Pavillon rumschweben. Aber den Rest nicht. Echt? Ja. Ich sehe noch gar nichts. Weil ich immer auch wieder ins Wasser falle. Nö, ich sehe kein Pavillon. Ach doch, da, stimmt, hast recht. Gut, man könnte jetzt auch versuchen, einfach bei diesem Garten jetzt mal die ganzen Stöcke da anzubringen. Garten, die Stöcke. Und dann kann man. Welche Stöcke beim Garten? Achso, bei der Wand. Spikes, ja, oh, das ist aber eine massige Arbeit. Ich würde eigentlich fast sagen, dass wir vielleicht mal ein bisschen unsere Villa weitermachen. Vielleicht Wände reinziehen. Und ja. Vielleicht dann über eben ein zweites Stockwerk nachdenken, wo wir die Treppe hinsetzen und so. Und dann noch ein Dach. Und die Dächer komplett. Die wären natürlich ja, genau. Mega nice. Nur bei dem einen Haus, da dürfen wir eigentlich kein Dach machen, ne? Ja, genau, bei unserem Lagerhaus. Genau. Weil da ist ja die Regen-Auffang-Schildkrötenbehälter. Ja, genau. Das war ganz blöd, diese Schildkrötenbahn. Wenn man wow, über Alter, Wasser das war immer so ein Wind. Schau dir das mal an, schau mal die Bäume an. Bei mir ist nichts. Bei mir wird das voll angezeigt, es wäre voll Wind, Alter. Die Bäume biegen sich sogar gerade. What? Nee, bei mir ist nichts. Cool, krass. Genau, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Wenn man doch diese Schildkröten-Rodelbahn, sag ich mal, auf Wasser bauen kann, könnte man die doch zu unserer Insel da hinten bauen, oder? Dann von einem Turm dahinter und könnten wir einfach rodeln. Dann hätten wir diese lange Seilrutsche, die wir ja eigentlich bauen wollten. Ja gut, ob Seilrutsche oder Rodelbahn. Ja, bei der Rodelbahn ist der Vorteil, dass man halt auch bergauf fahren kann. Weil bei Seilrutsche, die ist halt... kann man da Gelege. Echt bergauf fahren? Ja, im wirklich? Video ist er leicht bergauf gefahren. Aber ich glaube, da also, ist er schon ein Stück runtergefahren. Ich glaube, das war nur durch Schwung. Oder wenn es halt... Na, es ging eigentlich relativ gerade. Ein bisschen gerade, stimmt, ja. Und im Notfall kann man da halt auch drauf gehen. Weil bei der Seilrutsche braucht er erstmal extrem viel Seil wahrscheinlich. Und ich weiß auch gar nicht, wie du die jetzt da bauen möchtest. Warte mal, Seilrutsche, kann man die denn im Wasser bauen? Das wäre interessant. Ja, aber ich hätte auch die Seilrutsche, habe ich eigentlich nur gemeint, bis hierher, wo wir gerade sind, weil es von hier aus mit dem Floß weiter. So hatte ich das ja in der Überlegung. Nicht bis rüber zur Insel. Sondern nur bis hierher und dann von hier aus mit dem Floß weiter. Ja gut, das Blöde ist jetzt eigentlich, dass dann da so Stützen sind. Und die sind dann außerhalb und dann läuft das so ein Scheiß. Das habe ich verstanden. Ja, das verstehe ich. Aber da könnte man eventuell eine Plattform. Nee, ich meine jetzt auch bei der Schildkrötenrutsche da. Die sind alles draußen dann, das ist kacke irgendwie da. Das ist blöd, ja. Das stimmt allerdings. Ja. Aber gehen wir jetzt schlafen. Jetzt ist gerade dunkel geworden und schlafen können wir safe, weil wir eine Nacht durchgemacht haben einmal. Ja gut, da überlegen wir uns jetzt nochmal was. Aber ja, machen wir erstmal das. Würde ich mal sagen. Da ist man ein bisschen vorankommen. Speichern so, und... Speichern. Schlafi, schlafi machen.
So, jetzt schauen wir erstmal raus, was wir da fertig machen. Ah ne, essen erstmal. Habe ich jetzt was zum Essen da? Nö. Natürlich nicht. Wieso schweben hier Bären oder was weiß ich? Naja. Diese blöde Ast hier immer. Ja, da wächst immer wieder nach. Frech. Jetzt hau noch unten. Meine Güte, ehrlich. Ist der gerade wieder gedespawnt? Ah, ne. Leute, hier ist so scheiße. Obwohl, das sieht nicht so schlecht aus. Der Hase, der ist gerade durch die Hasenfalle gelaufen. So. Wieso sind da eigentlich... Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Tiere die Fallen auslösen. Hier spielt eine Falle ausgelöst und ich weiß einfach nicht, warum. Da. Ich überlege gerade, kann man denn da irgendwas dann draufstellen? Ich glaube nicht. Fische? Ich glaube nicht, nee. Schade. Aber du könntest da so ein klein, also so ein Kreuz im Bauen, nein, Schwan. Wie wär's mit dem Vogelhäuschen? Vogelhaus haben wir doch schon unten, oder? Aber. Ja, das untere ja weg. Ja, ich überlege gerade, weil das hier so ein langer Balkon ist, sag ich. Wenn man das jetzt schön machen könnte. So, ich brauche mein Essen. Nein, jetzt greifen die an, oder was? Alarm. Warte, die Feuer... Ne, die Feuerstelle, ne. Was ist das? Ein Sarg, oder was? Aha. Irgendwo greifen die an, aber ich weiß nicht wo. Hä, da steht einer bei uns drin! Was? What? Warte, warte, nein, ich mach einen Headshot. Nein, der ist ja noch drüber gesprungen. Scheiße, der hat es überlebt. Das war kein Headshot. Nein, beweg dich doch nicht, wenn ich auf dich schieß. Greift er dich an, oder was? Ah ja. Der hat einen Pfeil von mir. Dankeschön. Ha. Und zwar hatte ich da... Ich weiß, es ist prinzipiell... Hä? Will ich nicht. Hm. Also prinzipiell, wenn hier oben was stehen haben willst, könnte man so ein Ding hinbauen. So ein Sprengstoffteil, das sind also zwei Dinger. Oder... Ach so. Oder so Felle? Felle. Also so ein Fellhalter. Das ist auch relativ lang, das Ding. Oder einfach eine Bank. Oder ein Stuhl. Ja. Vielleicht einfach echt eine Bank einfach hin. Eine Holzbank einfach. Da so in die Mitte hier, da so. Schupf. Da, schau, sowas in die Richtung. Tun wir das mal weg. Das wird's. Dann bauen wir.
Waffenwandhalter. Ist ja mal fett. Okay. Oh, was wollen die denn jetzt? Ich glaube, Discord kackt gerade ab und wir sind bei 30 Minuten. Ah, ist jetzt blöd. Ich bin Discord immer abkackt. Ah ja, jetzt geht's wieder. Oh, Gott sei Dank. Oh, es geht ja kaputt hier. Ja, die greifen uns gerade an, das ist ein... Nee, die sind auch, kriegt schon. Nee, das ist unser Haus geht kaputt. Oh, ja, dann müssen wir... Haben wir nicht die Spikes da fertig? Haben wir. Wir haben doch sogar hier eine fucking Fallenwand. Ach nee, da genau da fehlen wahrscheinlich gerade noch die Baumstämme, die fallen da. Und ich sehe auch gerade, wir könnten dann jetzt eigentlich noch die Folge. Ja, das habe ich auch schon gesagt, aber da ist Discord abgeschmiert. Ah, oh, ich mag das so nah wie möglich ran. Geht nicht. Oh. Komm schon, Headshot. Stirb halt! Ui, Alter, der Tisch ist ganz schön groß. Holy shit. Jawohl. Dann lauf halt in die Falle rein. Ach gut. Was ist schöner, ein normaler Stuhl oder ein Knochenstuhl? Ein normaler Stuhl fast. Normaler ne? Stuhl, ja. Leuchtet der Car? Nein, es leuchtet nicht. Oh Mann, schade. Ja. Wow! Oh. Was? Ich bin aus Versehen in die Falle gelaufen und er ist... hinterhergerannt. Ja. Hast du da einen zweiten Boden? Da musst du vorher aufpassen, ja. Ne? Weil der Boden ist jetzt auch über dem Balkon auch noch, ne? Ja, ich wollte ihn eh wieder wegtun, weil... Ich wollte ja dann für die Treppe eigentlich so ein Loch machen, aber dann geht der ganze Ding wieder weg. Das klappt nicht so ganz, wie ich es habe. Mir vorgestellt habe. So, drei. Ah, und jetzt könntest du eigentlich mal zurückkommen, weil wir die Folge beenden müssen. Ja. Und nimm Stecker mit. Sticks. Alter, hast du irgendwelche Knochen genommen oder sind die wirklich despawned? Nee, die hab ich genommen. Bevor sie despawnen. Aber ey, Glück sagt, die sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Wenn so Balkon irgendwie noch so. Dach hat. Ah, ich weiß nicht. Zwar blöd eigentlich, wenn es so gerade ist jetzt, aber. So vom Regen guck, können wir auf Balkon hocken, man ist vor Regen geschützt. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, was du meinst. Prinzipiell können es gut ausschauen. Alter, das du kannst nicht mal mehr so viele Dinger tragen. Ja, furchtbar. So, und da ein kleiner Beistelltisch und da so ein. Oder? Ist cool. Ja, oder? Genau. Das ist ganz gemütlich. Passt. Da noch. Ach, hier ist was. Na gut, dann mal kurz zum Lagerfeuer runtergehen und speicheln. Ah ja, genau. Erstmal die Folge beenden, bevor ich hier weitermache. So. Und genau. Damit danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo, genau. Ciao. Tschüss.